ganz gern Herzen machen. Dazu habe ich Fondant. Und dann nehme ich erstmal ein Stück Brot. Kommt drauf an, wie viele Herzen Muffin ihr jetzt gemacht habt und wie viele Herzen ihr machen wollt. Man kann auch kombinieren. Verschiedene Deko-Sachen. Mal mit Herzen, mal mit Schokolade. Und ich möchte es jetzt ein bisschen marmorieren. Also nehme ich ein bisschen, also einen größeren Brocken Rot. Dazu etwas Weiß. Und knete erstmal den Roten ein bisschen weich. Und dazu knete ich dann noch ein bisschen den Weißen hinein. Erstmal ein bisschen weich kneten beide. Dann funktioniert es besser. Vielleicht auch ein bisschen in die Länge schon. Und dann zusammenbringen und verkneten. So, dann wähle ich immer meinen Fondant aus in Backpapier. Und zwar, es klebt nicht an, ich bekomme es gleichmäßiger und kann es dann auch gut abheben, wenn ich was ausstiche. So. Mir reicht so die Marmorierung, muss immer wieder mal zusammendrücken, dann auseinander. Könnte natürlich auch nur rot machen, ich fand rot-weiß jetzt recht schön. So, ein bisschen länglich schon geformt. Dann klicke ich mir immer das Packpapier zusammen. Und dann wird es ausgerollt. Ich möchte jetzt Herzen ausstechen mit Keksform, mit Plätzchenform. Und dazu muss man den Fondant dünn ausrollen. Und wie gesagt, das geht am besten jetzt mit Backpapier. Und dann rollen wir uns eine Platte aus. Dauert einen Moment. Und dann stechen wir die Förmchen aus und tun auch unsere Muffins. So, nun ist die Platte dünn genug. Es geht wirklich total easy mit dem Backpapier. Und es hebt sich dann nicht immer nur ab. Wenn ihr mit dem Wellerholz drüber hingeht, dann zieht das manchmal hoch und das ist unschön. So, jetzt nehme ich einfach Plätzchenform und steche mir Herzen aus. Ich steche die erstmal alle aus und dann ziehe ich mir die Ränder weg. Und legst du auf die Muffins drauf. Das ist jetzt so eine schnelle Art. Und natürlich den Rest steche ich, wälle ich dann neu aus, rolle ich aus. Und dann gibt es noch mehr Herzen. So, so geht es wirklich am einfachsten. Und durch das Backpapier habt ihr keine Probleme, die aufheben zu können. So. Und dann wirklich ein schönes Herz fertig. Ein bisschen andrücken. Und da seid ihr wirklich ganz schnell fertig mit einer Deko, die von Herzen kommt. Was ich dann noch ganz schön finde, ist so ein grünes Blättchen vielleicht noch dabei aus dem Garten. Ich habe Waldmeister. Man kann Zitronenmelisse nehmen, Pfefferminze und Mini-Blättchen noch dabei. Auch nehme ich ganz gern Sternausstecher für Weihnachten. Da kombiniere ich meistens dann Weiß und Gelb miteinander und lege so zwei, drei auf die Muffins oder auf den Kuchen. Also ihr könnt das gleiche Rezept auch nehmen und habt dann einen Rührkuchen von. Oder ich nehme so ein kleines Blümchen als Ausstecher. Sonst mache ich meine Blumen auch selber, die Rosen so aus Fondant. Aber heute muss es mal schnell gehen und ich wollte euch auch mal eine einfache Art zeigen, wirklich süß zu dekorieren. Und das geht am besten jetzt mit den Ausstechern. Und dann kann man auch mal eine Kombi machen. Die Herzen zusammen mit den kleinen weißen Blüten. Und so habt ihr eine ganz tolle. Und dann setzen wir die auf die Muffins drauf. Ein rotes Herz, ein bisschen mit marmoriert. Ein weißes Blümchen in die Mitte. So, kann man ein bisschen nach oben biegen, könnte man jetzt noch eine schöne Perle innen rein machen. Und so setzt sich das dann fort. Sterne noch. So, ich habe dann nochmal hier und da einen weißen Punkt drauf gesetzt, einfach von den Resten gedreht,
ein Stückchen genommen und gedreht und noch mit drauf gesetzt. Das finde ich auch ganz schön. So, und in den Resten, die dann immer übrig bleiben, drehe ich mir ganz gern einfach nur lange Schlangen. Das ist ja gar kein großes Problem. Und lege dann auf die Muffins oder auf die Kuchen ganz gern auch meine Spirale einfach nur drauf. Einfach gedreht. Bisschen festgedrückt. So. Und dann hat man auch schon wieder eine Deko-Idee, was man mit Resten machen kann. Das kann man auch prima dann wieder kombinieren. Man nimmt eine rote Schlange und eine weiße und verdreht die miteinander. Das geht. Aber das muss nur zügig sein, weil der Fondant, der zieht dann auch an, der wird trocken oder trockener und dann wieder ein bisschen bröselig. Und die Reste, also die angefangene Packung, dann auf jeden Fall in eine Gefriertüte tun und so schön verschließen, wieder zumachen und dann habt ihr ganz lange was davon und der ist immer so schön verwendbar, formbar, verarbeitet, zum Verarbeiten. So, jetzt habe ich zwei Stück. Die drücke ich oben ein bisschen zusammen und dann verdrehe ich sie einfach wie ein Zopf. So, wie so ein Seil drehen. Und das hat man dann auch noch eine schöne Deko. Und die können wir dann auch auf die Torte legen, auf den Kuchen legen, wie ihr gerade möchtet. Oder jetzt einfach auf den Muffin drauf. So, wie es sein soll. Dann abgezwickt. Kann man auch eine Herzform legen, wenn ihr wollt. So. Und das ist jetzt da noch so eine Idee. Das sieht aus wie eine Zuckerstange. Und dann könnt ihr jetzt noch eure Muffins weiterverwenden und noch andere kreative Ideen entwickeln.